Spannendes neues Thema des Gesundheitspioniers Robert Franz, Jod. Jod, ein scheinbar Allerweltsmittel, was es kann, was es macht, wie es hilft. Lieber Robert, ich habe hier von dir ein neues Buch in der Hand, Robert Franz, mein Jodbuch, also ein sehr persönliches Buch. Es geht um das Thema Jod. Erlaubst du mir, dass ich vorlese aus deinem Vorwort und dir dann das Wort übergebe? Robert Franz schreibt, schon als Kind hatte ich meinen ersten Kontakt mit Jod. Auf meinen ersten Schrammen an Händen und Füßen schmierte meine Mutter eine Jodtinktur, damit sie abheilen. Vielleicht können sich die Älteren unter Ihnen auch noch erinnern. Ich erinnere mich noch, dass das so war. Als ich zu lesen und schreiben begann, erfuhr ich, wie Flugzeuge im Krieg für die eingekesselten, verwundeten Soldaten Jod abwarfen, um sie vor Wundbrand zu retten. Ich las, was Jod in ein Feldlazarett bewirken kann, nämlich viele Leben retten. Als ich meine erste Taubenzucht hatte, kaufte ich Jodkristalle aus der Apotheke und desinfizierte das Trinkwasser der Vögel. Aber darüber geht es ja weit hinaus. Du hast ja herausgefunden und sagst etwas, was im nächsten Abschnitt ausdrücklich von dir so formuliert wird. Ja, genau. Wenn ich aber heute lese, dass Jod durch seine Chelateigenschaften den Körper von Schwermetallen wie Quecksilber, Blei reinigen kann, Helicobacter pylori im Magen reduziert, außerdem tumorhemmend ist und das Immunsystem stärkt, dann muss man dieses Wissen unter den Menschen bringen. Mit diesem Buch will ich vielen Bedürftigen helfen. Diese Sendung geht also um Jod. Es geht darum, was Jod alles macht. Wenn wir da nochmal aufschlagen, gehen wir einfach mal die Eigenschaften durch, die du da in deinem Vorwort kurz genannt hast. Durch Chelateigenschaften kann Jod den Körper von Schwermetallen wie Quecksilber oder Blei reinigen. Wie? Was nehme ich da ein? Was passiert da? Tue ich mir ein verdünntes Jodwasser trinken oder ja, was? Ja, genau. Das sind verschiedene. Es gibt logische Lösungen, aber es gibt auch Produkte, die haben, ich weiß, in Wasser, nicht normales Wasser, artesisches Wasser, viel unter der Erde. Es wird ein besseres Lösungsbild verwendet. Da ist ca. 30 Milligramm Jod pro 1 Liter Wasser, fast schon homöopathisch, 30 Milligramm auf 1 Liter, auf 1000 Milliliter. Und dieses Jod hat die Eigenschaft, eigentlich, ich habe auch viele Studien im Internet gegoogelt, zum Beispiel fast bei Atomproblemen, da gibt man Jod, wenn was ist, die kriegen Jodtabletten. Und dann habe ich mal rausgefunden, Jod inhibits Mercury, Jod inhibits Lead, Mercury ist Quecksilber oder Blei. Da gibt es Studien, wo Jod imstande ist, dieses Blei zu binden und aus dem Körper zu entfernen, dieses Quecksilber zu binden, aus dem Körper zu entfernen. Und darum habe ich halt rumstudiert, habe ich bemerkt, dass Jod nicht nur Blei und Quecksilber, sondern es kann auch Cadmium. Die ganzen Leute sind voll mit Giftstoffen. Auch mit dem Bioscan, wenn man Menschen misst, dann die meisten Leute, üblich ist Blei durch Wasserrohre, was auch immer. Zweitens kommt Quecksilber an zweiter Stelle, Amalgam, dann kommt Arsen, da kommt Cadmium, da kommt Aluminium und noch zwei Halogene, Fluor und Brom. Und die sind auch nicht ohne. Und Jod hat die Eigenschaft, was auch ein Halogen ist, genau wie Chlor, der bindet diese Sachen. Und dadurch kann ich sie vom Körper entgiften. Ich tue sowieso bei jeder Entgiftung schon Zeolit nehmen. Die Menschen nehmen Zeolit, aber Zeolit schafft nicht komplett aus der Zelle. Zeolit ist was? Das ist so eine Art ein gemahlener Stein. Mineral. Mit ganz feinen Poren, der imstande ist, Giftstoffe aufzusetzen. Andere nehmen zum Beispiel Lufos, Heilerde und manche nehmen halt Eon aus der Schweiz. Bentonit und so weiter. Genau. Also nur damit wir sagen, wir reden darüber, es gibt bereits gemahlene Mineralien, Gesteine, genau, die auf bestimmte Weise entgiften, aber du sagst im Darm, Jod im Darm entgiften, aber du sagst, Jod kann es viel besser. Ja, klar, weil Jod wird von jedem Organ aufgezogen. Die Radiologen, auch die Ärzte beziehen sich nur auf den Jod oder die Schilddrüse, dann hört das Wissen aus. Nicht wissen, dass viele andere Organe noch Jod enthalten, genau wie Leber und Lunge und Herz und alles enthält Jod und das Jod von vielen Organen 40 Mal mehr gespeichert wird als überhaupt in der Schilddrüse. Und wir werden einfach nur mit Jod versorgt für die Schilddrüse und der andere Körper wird im Stich gelassen. Die WHO bei uns empfiehlt zwischen 130 und 150 Mikrogramm Jod sollen wir aufnehmen, täglich Mikrogramm. Die WHO sagt genau, 130 Mikrogramm, ja, Mikrogramm pro Tag, genau. Pro Tag, ja. Aber in Japan nehmen die Leute 50 bis 100 Mal mehr Jod auf. Die nehmen nicht 150 Mikrogramm, sondern 15.000 Mikrogramm. Das sind 15 Milligramm Jod. Und da ist es, dass die Leute gesund sind, keine Schilddrüsenprobleme haben. Außerdem, die Leute haben keinen Brustkrebs. Die Frauen haben keinen Brustkrebs. Warum? Der Körper speichert dieses Jod in der Brust. Und solange Jod in der Brust enthalten ist,
dann kann das Gewebe nicht so schnell entarten. Ist das irgendwie durch Studien belegt? Ja, das sind, ich weiß. Oder zitierst du diese Studien hier drin in deinem neuen Buch? Das ist so neu, das Buch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist so neu, das Buch, dass ich es natürlich noch gar nicht lesen konnte, weil du es ja jetzt gerade erst in die Sendung reingebracht hast. Genau, aber so wie ich sage, viele Sachen mit Jod. Jod ist eigentlich ein Mangel in der Bevölkerung. Warum? Die haben den falschen Ansatz genommen, um die Bevölkerung mit Jod zu versorgen. Die haben das Salz genommen. Erstmals ist Salz für viele, ich weiß, nicht das AO, zu viel Salz sagen, erzeugt Blutdruck, okay, aber es werden unsinnig Mengen an Salz aufzunehmen, weil das ganze Jod, was im Salz zugeführt wird, wird gasförmig verdampft und dann essen wir ein Salz halt ohne Jod. Und die Leute wiegen sich in Sicherheit und darum sage ich, meine Idee ist, dieses Jod flüssig den Körper mitzugeben. Ja. Flüssig wird es über die Zellen aufgenommen, gelangt in jede Zelle und das ist die Möglichkeit, nicht über Salz. Wenn einer vielleicht salzfrei ist, der leidet schon am Anfang von Jodmangel. Und dieses Jod im Salz verflüchtigt sich und dadurch ist es verschwunden. Und deshalb, das ist der falsche Ansatz. Aber in welcher Konzentration? Weil wie gesagt, bei der Lugolschen Lösung, da weiß ich ja, Lugolschen Lösung schmeckt auch nicht gut. Ich habe das selber vor kurzem mal wegen einer Halsgeschichte genommen und gegurgelt. Das ist ja grauenvoll. Genau, es gibt Produkte Jod in artesisches Wasser und das sind 3 Milliliter von der Lösung von Jod, die gibt die 150 Mikrogramm pro Tag. Schwangere brauchen aber mehr. Warum? Eine Schwangere hat noch ein Kind und wenn das Kind kein Jod hat, kommen die nächsten Probleme. Und so wie ich sage, darum habe ich auch das Jodbuch geschrieben, um die Menschen aufzuklären, was Jod alles machen kann. Du schreibst im Vorwort auch, dass auch Jod helfen kann, das Helicobacter pylori im Magen zu reduzieren. Genau. Das ist ja dieser sehr bekannte und leider auch gefährlich und verbreitete fast Krankenhauskeim. Wenn ich das richtig weiß. Ja, der verursacht auch Magengeschwür und sowas. Die gibt es immer einen Kampf gegen Helicobacter pylori. Und dass es tumorhemmend ist und das Immunsystem stärkt. Genau. Nehmen wir insgesamt zu wenig Jod auf? Häufig heißt es ja zum Beispiel, dass die Menschen, die in Alpen leben, die Jodmangel haben, die zum Beispiel einen Kropf dann entwickeln. Oder ja, die entwickeln Struma am Kopf. Warum? Und dieser Kropf, was sich da entwickelt, der sammelt das ganze Jod. Dadurch, er sammelt in sich das Geschwür, was da weg sammelt, Jod, und dann hat der Körper gar kein Jod mehr. Selbst die Schilddrüse nicht, kann sie nicht funktionieren. Das ist das Problem. Da entwickelt sich so eine Missentbildung durch Jodmangel und dann diese speichert das ganze Jod, diese Zellen sammelt das ganze Jod innen, dadurch bleibt kein Jod für den Körper. Und Jod ist in jedem Organ enthalten. Und deshalb finde ich erwähnenswert zu sagen, dass zum Beispiel Jod auch bei Helicobacter pylori, man kann auch im Internet reingehen, in Studie rein. Endlich habe ich hinten geschrieben auf dem Buch Jodein, habe auf Englisch geschrieben, die hintere Seite vom Buch steht Jodein, auch die Iodine, Zahl vom Periodensystem. Aha. Jodein, das 53. Element. Und steht Jodein inhibits Helicobacter pylori und Jodein inhibits Candida albicans. Das ist das schon zwei Sachen, wo die Leute damit kämpfen. Wer mit Jod eigentlich endlich, warum? Weil Jod reduziert die Zahl der schlechten Bakterien im Magen. Jod ist ein Antioxidant, wirkt antioxidativ und dadurch ist es imstand zu binden und nimmt Bakterien so eigentlich die Lebensgrundlage. Darum haben wir früher Jod als Desinfektionsmittel genommen, wird heute nicht mehr benutzt. Da war richtig so ein brauner Fleck auf die Hand, hat am Anfang richtig gebrannt. Warum wird das eigentlich nicht mehr benutzt? Wahrscheinlich, weil man damit nicht Geld verdienen kann. Eben, in Rumänien wird es noch benutzt. Ich als Kind kann mich noch erinnern, in den armen Ländern wird Jod benutzt, da bei uns nicht mehr. Da kommen Desinfektionsmittel von x Firmen, was einen Haufen Geld verdienen. Das ist eine gute Sache, wenn sie heutzutage nicht rentabel ist, ist sie nicht mehr, ich weiß, vermarktungsfähig. Du zitierst hier auch einen Basil S. Hetzel, der 1922 geboren ist, ein Herrn. Was hat der für eine Beziehung zu Jod? Was hat der da? Ja, der hat auch Studien gemacht über Jod und also, das sind ein Haufen Wissenschaftler, die ich da zitiert habe, aber ich muss nicht auf jeden eingehen. Ich sage, wenn einer ein Geschwür für Jod hat, der weiß, wie wichtig es Jod ist. Und darum habe ich mich auch gewöhnt, auch nicht so viele Beispiele zu geben in meinen Büchern. Ich könnte jetzt Bücher schreiben mit x Patienten, wo das wirkt. Weil, so ich sage, aber irgendwann müssen die Leute selber die Sache durchlesen, ist es für mich stimmig oder nicht, und einfach nehmen. Dann ist es auch keine, wenn eine alte Oma, ich weiß, mit Jod was erreicht und ein 18-Jähriger sind zwei verschiedene Körper und man muss halt nicht übertragen von Mensch zu Mensch. Mhm. Die Leute müssen imstand sein, selber was zu entscheiden. Und darum, wer auch die ganze Bücher von jetzt schreibt, einfach, ich weiß, keine Beispiele, sondern meine konkrete Erörterung, was wirkt Jod, vielleicht ein paar Studien noch dazu, weil die Leute brauchen heutzutage Studien. Früher hat man die nicht gebraucht und ich meine, darum mache ich auch das Ding. Und Jod finde ich sehr gut. Warum? Weil man kann auch viele Sachen, so wie Brustkrebs, vielleicht schon frühzeitig verhindern. Du hast auch geschrieben ein Kapitel darüber, wie man Übersäuerung durch Jod
verhindern oder vermeiden kann. Ja, Übersäuerung ist sowieso ein Problem in der modernen Gesellschaft. Und so ich sage, Jod macht, dass der Körper richtig arbeitet. Durch Jod. Außerdem nicht nur die Übersäuerung, auch Fettleibigkeit. Die Leute leiden unter Schilddrüsenüber- und Unterfunktion. Und ich habe gesehen, dass die Medizin war gewöhnt, das Tyrosin zu geben, das Hormon, das, was die Schilddrüse produziert. Ja. Jede Schilddrüse-Unterfunktion kriegt Tyrosin und nichts. Jetzt haben die Ärzte, sind schon schlau geworden. Jetzt sehe ich, das kommen Thyreoid-Präparate auf einmal. Ganze Jahre haben es nicht gegeben. Jetzt auf einmal. Nochmal, ich bin ja Automechaniker, ich denke, okay, ich habe da einen Smart, der hat 40 PS und einen Formel-1-Boliden, der hat 1000 PS. Beide laufen mit Benzin. Deshalb, eine Schilddrüse braucht Jod. Eine Schilddrüse läuft mit Jod und nicht mit was auch immer. Margarine oder Ketchup. Und dann sagt, das ist. Seit wann beschäftigst du dich so intensiv mit Jod? Weil du hast ja eine ganze Zeit lang dich mit OPC beschäftigt, mit D3, mit B12, mit den Grundlagen wie Sonne, wie gute Luft, gute Atmung, frisches Wasser und so weiter. Du tust viel für Tiere, hast eine ausgedehnte Seminar- und Vortragstätigkeit. Seit wann ist dir Jod so ein Anliegen und wie ist das, warum ist es jetzt ein Thema geworden? Ja, für jetzt ein Thema, ich hole immer so Sachen, die halt interessant sind. Ich will jetzt nicht jede Kosmetik da holen und jede Salbe, was auch immer, da in Gespräch zu bringen, was auch immer, für mich zu einseitig. Aber ich habe probiert, es sind viele Frauen, die leiden an Schilddrüsenunterfunktion und die sind ständig fettleibig. Die nehmen schon alles, die nehmen Vitamin D3, damit der Körper im Leben ist, damit das Gehirn versteht, pass auf, diese Frau isst täglich, hör auf, Fett zu speichern. Ja. Dadurch geht das Signal. Dann nehmen die, ich weiß, Frauen noch allerlei für Sachen, Ketosan und ich weiß, Chrom Pico. Ja. Ohne Chrom kann kein Fett abgewahrt, verschiedene Sachen, aber die schaffen sich Gewicht runterzugehen. Ich habe gesagt, dann, was liegt das? Und dann bin ich draufgekommen, durch eine Unterfunktion der Schilddrüse spinnt der Körper. Aha. Und das geht auf die Fettleibigkeit. Es sind manche Frauen, die, ich aber auch, kenne auch viele, die probieren jahrelang, das Gewicht geht nicht runter. Und jetzt habe ich gewusst schon von der Homöopathie, ich weiß, aus Algen, ein homöopathisches Mittel aus Algen gemacht, Potenz D6, bei vielen Frauen hat es schon gewirkt. Sodass der Tank, der Blasentank, eigentlich Jod, sozusagen, wo haben wir Jod? Das meiste Jod ist im Meer. Im Meer durch den Tank, was da unten, die Meerespflanzen. Und darum sagen wir, früher sind die Jod. Ach, der Tank speichert Jod, genau. Und durch die Wellen, durch das Wasser kommt es hoch. Und durch die großen Wellen werden die Dämpfe freigelassen. Und früher haben die Leute direkt so Jodkuren gemacht. Sie sind rausgegangen zum Strand, Jodspaziergang. Wir können Jod einatmen. Aha. Sie haben es über die Atmung eingenommen. Und da oben an der Ostsee am meisten. Man sieht, solange man am Meer ist, haben die Leute auch nicht so große Probleme. Die Leute. Ich weiß, okay, man kann auch Tang nehmen oder Tang essen. Oder naja, in Japan wird viel Tang gegessen. Ich war in Irland, da gibt es sogar einen violetten Tang. Normal müsste ich den violetten. Auch. Violetten Tang, richtig, violette, ganze Dose mit violetten Tang. Richtig, wahrscheinlich nur die Violetten aussortiert und vielleicht müsste ich den auch auf den Menschen empfehlen. Violette Tang. Tun die sich schon auf Robert Franz einstimmen? Ja, genau, da hat mir eine gebracht. Das ist der Robert Franz Tang. Der war in Madagaskar. Ja. Und hat gesagt, der war schon zweimal dort. Und jetzt dieses Jahr waren die ganze Muschel lila und hab lila eine Muschel bekommen. Das bedeutet, die Welt wird langsam lila. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt vor kurzem in Salzburg gerade kleine lila Kartoffeln gesehen. Ja, klar. Lila, kriegt man auch bei Edeka und Spar, kriegt man schon lila eine Kartoffel. So, die ganze Welt lila. Lila, so wie ich sage, lila hat ja die höchste Schwingung überhaupt. Ja, denn du hast ein Kapitel in deinem neuen Jodbuch, hast du extra über Violett drin. Ja, Jod heißt auf Griechisch Violett. Warum? Aha. Erstmal die Griechen, früher haben sie Jod gewonnen aus dem Meer. Die haben Tang genommen, getrocknet, verbrannt und aus dieser Asche enthält, glaube ich, 0,5 bis 1% Jod. Da haben sie Jod extrahiert. Okay, heute kann man mit Salzsäure machen, Salzsäure mit Mangan. Gibt es verschiedene Dinge, aber so wie ich sage, mir gefällt auch, dass Violett zu mir passt. Wie beschäftigt mich Jod? Auf einmal erwische ich, die Struktur von Jod ist violett. Wenn man Jod zum Beispiel anzündet, anfängt zu schmelzen, entsteht eine violette Flamme. Eben. Aha. Wenn man sich so überlegt, wenn ich mir jetzt anschaue, wie deine Kapitel heißen, das fand ich ganz spannend. Da sehe ich dann zum Beispiel Kretin und Schwachkopf. Ja, in den Alpen. In den Alpen waren früher die ganzen Leute. Also nicht nur der Kopf, sondern das hat durch auch den Jod mal bis auf dem Gehirn, auch ein Kind, wenn es kein Jod kriegt, kriegt es so richtig so einen Obliokopf, deformiert sich der Schädel. Das geht wahrscheinlich auf die Struktur vom Gehirn. Also normaler Kopf wird länglicher, wahrscheinlich das wird Gehirn zusammengequetscht irgendwo. Wahrscheinlich werden was für Bereiche zusammengequetscht. Dadurch waren die ganzen Alpen Schwachköpfe, was sie gesagt haben, Kretine von den Alpen, kommt durch Jodmangel, nicht durch Versand. Das haben sie rausgefunden, haben sie Jod supplementiert, dann gab es keine Schwachköpfe mehr. Aber so wie ich sage, in unserer Gesellschaft gibt es mehr Schwachköpfe als in den Alpen. Leute sich beeinflussen lassen für allerlei für Sachen, die überhaupt gar keinen Hand und Fuß haben, aber die machen sie. Einen wichtigen Punkt finde ich jetzt auch, in deinem dritten Kapitel schreibst du darüber, wozu braucht man Jod und du weißt darauf hin,
Der menschliche Organismus benötigt das anorganische, nicht das radioaktive Jod. Und es muss immer zugeführt werden, weil es ausgeschieden wird. Es ist also nicht möglich, einmal eine bestimmte Menge zuzuführen und dann hat man ein Depot geschaffen oder einen Speicher geschaffen. Am besten täglich zugeführt. Ich sage immer, weil viele sagen, Franz, kann ich nicht einmal nehmen, genau wie bei Vitamin D3, kann ich nicht einmal wöchentlich nehmen, kann ich nicht Jod einmal wöchentlich nehmen, sage ich, nein, täglich ist besser. Dann sage ich einfach als Gegenteil, was ist besser? Einmal 6 in der Woche oder jeden Tag 6? Da bin ich außen vor, da kann ich wahrscheinlich gar nichts zu sagen. Dazu kann ich wohl gar nichts sagen, ohne dass ich dann Zuschriften bekomme. Da will ich mich eher etwas bedeckt halten. Aber so wie gesagt, die Leute müssen sich mit dem Buch auseinandersetzen, mal durchlesen in Ruhe. Und dann werden sie sehen, nehme ich Jod, nehme ich nicht Jod. Aber ich glaube, das Buch spricht, dass Jod zum Alltag gehört. Ne? Ja, ich will gerne dann auch noch sagen, wie die Kapitel heißen, neben dem Vorwort Kriterium und Schwachkopf, Violett. Wozu braucht man Jod? Jodmangel, Jodmangel und Schwangerschaft, Unterfunktion, Überfunktion, der Kopf, weitere Folgen des Jodmangels. Dann schreibst du aber auch ein Kapitel, katastrophales Fluor, berühmt-berüchtigtes Brom. Was hat es damit auf sich im Zusammenhang mit Jod? Ja, so wie ich sage, Jod schafft Brom und Fluor aus dem Körper raus. Und dann habe ich gezeigt, was eigentlich Fluor macht. Überall, wo wir Fluor dazuführen, über Lebensmittel, über Zahnpaste, über Trinkwasser, alles. Also Fluor Wasser ist wird fluoriert. Erstmal aus ist mir bekannt Zahnpaste. Aus der Zahnpaste. Schon keine mehr ohne Fluor, genau. Klar. Ja, aber du sagst auch im Trinkwasser ist Fluor, wird Trinkwasser fluoriert. Genau, wird fluoriert, genau, klar. Das ist überall. Habe ich die ganze Quellen gegeben, wo eigentlich durch die Nahrung, wo ich esse, nehmen wir auf. Und darum, wenn wir so viel aufnehmen, Jod schafft es am Körper. Irgendwas, wir können nicht, bin kein Besitzer von einem, ich weiß, Wasserwerk oder was, obwohl, so ich sage, in Deutschland werden schon die Wasserwerke privatisiert, Gemeinden verkaufen ihre Wasserwerke und dann hast du keine Kontrolle, dann musst du dich schützen. So ich sage, ich habe keinen Einfluss auf den Zustand von deinem Körper, aber ich kann ein Kondom nehmen. Du und sagst also, wir haben zu viel Fluor aus allen möglichen Quellen. Das müssen wir rausbringen und da gibt es keine andere Möglichkeit oder das ist die beste Möglichkeit, dass man... Genau. Das herausbringt. Wenn ich ein Halogen habe, der Fluor bindet, dann nehme ich, benutze ich ihn auch. Und dann ist das okay, ist halt nicht so lässig geschriebenes Buch wie mein erstes Buch, da wo ich über mein Leben sowas geschrieben habe, aber man braucht die Leute, die brauchen ein paar Fakten, Wirkung, Ursache und dann machst du oder machst du es nicht. Es ist interessant, dass du hier auch schreibst, hohe Fluormengen sind in Tee, Fischen, Bohnen, Kartoffeln, Milch, Spinat, Weizenmehl, Fleisch, Kohlsalat und so weiter enthalten. Von Natur aus oder weil es hinzugefügt wird durch die ganze Firmen, Industrialisierung, die verarbeiten. Was das, kommt auf Wasser rein und was. Aber so ist ja genau wie die Zufuhr von Jod. Die haben falsch Salz gewählt, um Jod zu führen. Normal Milch, Kuhmilch enthält auch Jod. Wenn ich schaue, kann ich auch da schauen, was Kuhmilch enthält, gehe ich da runter. Lebensmittel, die Jod enthalten, da Lebensmittel. Milchkühe entsteht Milligramm pro Kilogramm. Ein Liter Milch, da steht 5. Das heißt, man kann auch Milch, aber das ist auch das Falsche. Warum? Die Kuhmilch ist viel stärker als die Menschenmilch. Das sind Sachen, wo, da muss man das Jod durch Wasser aufnehmen. Mhm. Es sind auch viele, ich weiß, Milch enthält Jod und... Du hast auch darauf hingewiesen, dass Fluor ja nachweislich DNA-Änderungen von Blutzellen bewirkt. Genau, klar. Das sind Studien und das sind ein Haufen Sachen, aber für viele Menschen wird es wahrscheinlich Neuland sein, aber ich werde jedes Ding nehmen, genau wie in der nächsten Sendung, werde ich Sachen nehmen, wo da sind, effektiv, sie nicht genutzt werden. Und sowas kann ich nicht. Die Leute brauchst du aufklären. Und die wenigsten Leute haben Zeit, alles durchzugucken. Viele Leute sagen, Franz, ich habe es jetzt vor 2 Monaten erwischt und habe ich alle Videos geschaut, alle 200 Videos. Finde ich jetzt am Flughafen auch, wie ich weggeflogen bin. Erstmal der Pilot hat mich reingenommen, der Pilot in der Österreicher, hat gleich ein Bild gemacht. Herr Franz, Sie sind ein ganz toller Kerl. Hat mir den geschaut, pass auf. Der kannte dich. Ja, genau. Und da sagt, ihr Piloten könnt OPC nehmen, habt schon die erste Blisterpackungen. Ja, also das heißt eigentlich, dass du, was du ja auch machst, ist neben der konkreten gesundheitlichen Information, dass du Menschen motivierst, wieder ans Leben zu glauben. Genau, klar. Und an ihre Lebensfreude zu glauben. Damit sie froh sind, dass sie auf dem Planeten da leben. Die können gar nicht da sein. Die sollen wenigstens ein paar Atemzüge genießen und nicht sein Leben als Belastung zu sehen. Ja. Was schlägst du mir denn vor? Nicht für sie allgemein zu Hause. Er sagt nur für mich einen privaten Ratschlag. Schlägst du vor für mich? Ein Jodpräparat zu nehmen, wo, ich weiß, das Jod aufgelöst ist in Wasser, natrisches Wasser, nicht physiologische Lösung, und dann halt genau die Dosis, was da draufsteht, zu nehmen. 3 Milliliter, Schwangere 5 Milliliter, das einfach zu nehmen. 3 Milliliter, das ist ja
Das ist Peanuts, das sind 20 Tropfen oder 30 Tropfen. Genau, und die 3 Milliliter sind genau deine 150 Mikrogramm Jod, nicht mehr und nicht weniger. Und das täglich zu nehmen. Und das sind praktisch ein paar Tropfen oder das ist ein kleiner Teelöffel voll? Ja, kleiner Messbecher. Ja, kleiner Messbecher oder wie so Löffel voll oder halber Löffel voll. Obwohl auch viele von Polen haben sie auch diese Lösung benutzt. Und da waren Frauen, die haben Schilddrüsenknoten gehabt und die haben dann 10, 15 Tropfen genommen. Ist ja Peanuts gegenüber, was die Japaner nehmen. Nicht? Ja. 10, 15 bedeutet 10 mal mehr zur normalen Dosis. Und die waren innerhalb von 3, 4 Monaten, Knoten sind langsam zurückgegangen, sodass ist schon eine gewisse Wirkung. Und das ist toll, finde ich, dass Jod überall in den Körper reingeht, über Flüssigkeit. Du bist in Polen mehrfach offenbar gewesen. Ich habe gesehen, das Buch wurde in Polen gedruckt. Ja, genau. In Polen gedruckt. Ja, ich hab gedruckt. Warum? Weil ich viele Bücher, Menschen, die kein Geld haben, verschenke. Ist mir egal. Ich darf das Buch händlermäßig nicht billiger verkaufen, aber ich darf es verschenken. Ja. Und dann werden die Hälfte der Bücher eben verschenkt. Ah, ich habe es ja auch da in Deutschland gedruckt, aber so kann ich durch Polen Deutschen helfen, die halt kein Geld haben, die schwach auf der Brust sind. Gut. Darum habe ich es gemacht. Das ist nicht so, dass ich jetzt die Arbeitsplätze waren darüber, aber wenn man sowas machen kann, so ein Projekt, und ich die Hälfte der Bücher Menschen geben kann und verschenken kann, finde ich es in Ordnung. Weil eigentlich haben beide davon, Polen und Deutschland. Ich tue nicht nur einseitig Handel, das ist mir eine Tasche, sondern helfe zwei Nationen. Ja. Eben. Sehr gut. Lieber Robert, das war ein Einstieg in das Thema Jod. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Botschaft nimmt man, finde ich, aus jedem Gespräch mit Robert Franz mit. Nehmen Sie sich selbst wichtig, werden Sie eigenverantwortlich, denken und recherchieren Sie bewusster, entscheiden Sie für sich selbst. Lassen Sie sich dabei von verschiedenen Hinweisen, zum Beispiel Robert Franz oder anderen, durchaus inspirieren, aber nehmen Sie die Gesundheit in Ihre eigene Hand, überlassen Sie das nicht Ämtern oder Politikern oder der Pharmaindustrie. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine wunderbare, gute Gesundheit und ein freudvolles Leben.